Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich das gute Fragen-Video, was ihr schon so lange haben wolltet. Ja! Ja. War das cool? Ich glaube nicht. Ich mach das glaube ich nicht nochmal. Egal. Also Leute, es gibt ein neues Video, endlich nehme ich es auf, ohne Chris, aber das ist okay, weil der ist in der Schule, ich habe gerade Zeit, ich kann das kurz machen, ist ganz nice. Oh Gott. Auf jeden Fall, dieses Video wollte ich vor 4-5 Wochen eigentlich hochladen. Ich habe euch nämlich gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt. Diese Fragen habe ich dann alle aufgeschrieben und wollte die dann in diesem Video beantworten. Und das habe ich die ganze Zeit nicht hingekriegt. Egal, es ist jetzt da. Ihr könnt es jetzt sehen. Es ist jetzt hier und ich hoffe, dass diese Motivation jetzt bleibt. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe eure Fragen hier. Was war dein erstes Tattoo? Also mein erstes richtiges Tattoo von einem Tätowierer. Nicht so, sondern Tätowierer. Ist diese Majora's Mask hier. Und mein allererstes Tattoo ist an meinem Bein. Das schneide ich euch dann jetzt hier noch so extra rein, dass ihr das seht. Das habe ich übrigens selber gemacht. Hat 1,5 Stunden gedauert. War schrecklich. Zweitens, wann kommt OnlyFans? Dritte Frage ist, warum ist Chris so damn cute? Ich weiß nicht, charakterlich, ja, war schon früher cute, wurde mittlerweile noch ein bisschen cuter. Ja, ich weiß nicht warum, das, ich würde sagen Confidence. Viertens, können wir mal zu dritt mit Chris ein YouTube-Video machen? Klar, so, sag mir eine nice Idee, irgendwas Cooles, worauf du Bock hast, und dann können wir das machen, so, I'm in. Amen. Frage Nummer 5 ist nur ein Wort und zwar Lieblings-Hentai. Bin ehrlich, ich habe noch nie ein Hentai gesehen. Ich bin noch neu in dieser Anime-Welt. Das ist alles noch so abgespaced und wow. Keine Ahnung und weiß noch gar nicht richtig, was da abgeht mit den Hentais. Da, so weit bin ich noch gar nicht. Also frag mich das beim nächsten Mal. Was ist deine Haltung bezüglich Rosenkohls? Rosenkohl noch nie gegessen. Ich glaube aber nicht, dass ich das so geil finde. Also ich finde Kohl an sich nice, so Weißkohl, Spitzkohl, Blumenkohl und sowas. Aber ich glaube, Rosenkohl ist es nicht. So isst man Rosenkohl. Eine Suppe, oder? Ich mag keine Suppe. So, Frage Nummer 7 ist, wann kommt ein Fantreffen? Also ich habe das auch schon mal ein paar Mal im Stream gesagt. Ein Fantreffen würde ich jetzt ungern machen wollen, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich Fans haben könnte mit meiner geringen Reichweite. Natürlich, ich habe jetzt nicht die kleinste Reichweite, aber nicht so eine Reichweite, dass ich ein Fantreffen machen wollen würde. Wir könnten ein Community-Treffen machen und dann auch erst, wenn das wieder möglich ist. Wir wissen ja alle warum. Frage Nummer 8. Wie kamst du zu Eva? Also für die Leute, die Eva nicht kennen, die nennt sich auf Twitch Eva's Core. Nette Dame, die ich auf YouTube gefunden habe ursprünglich und dann auf ihr Instagram gekommen bin und sie halt sehr hübsch finde, ihren Style nice finde, ihren Content cool finde und ihr dann eine Nachricht geschrieben habe mit so, ey yo, du hast viel mehr Follower verdient, du machst das voll nice, mach weiter so. Und das hat sie tatsächlich so sehr gefreut, dass ich diese Nachricht ihr geschrieben habe, dass wir heute etwas mehr Kontakt haben mit, ja, auf Stream-Basis. So kam das dann halt. Also wir sind jetzt keine dicken Freunde, aber man kennt sich. Bevor ihr euch fragt, was das ist, ich habe gerade meinen Popsocket abgemacht. Und ich war ein bisschen behindert und habe das irgendwie zerbrochen, damit ich halt wieder meinen Bisasam dran machen kann. Frage 9. Why is Chris that handsome? Da hätte ich gerne Chris dafür gehabt. Mein Lieblingskünstler. Ja, es kommt auch darauf an, welche Musikrichtung. Aber ich würde sagen, Boris Brecher ist schon ein krasser Künstler. Und auch sowas wie Machine Gun Kelly. Ja, es ist halt schwierig zu sagen, was genau du mit Künstler meinst. Warum ist Coke Zero so lecker? The fuck, was hast du geraucht? Wie geht's dir heute? Ja, also an sich geht's mir ganz gut. Ja, ich habe auch gar nicht viel dazu zu sagen. Ist alles fein. Nummer 13 ist, möchtest du irgendwann Kinder? Also ich muss sagen, ich wollte tatsächlich schon als Kind keine Kinder. Ich wollte als Jugendliche keine Kinder. Als Erwachsene, was ich ja jetzt bin, will ich auch keine Kinder. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal wollen würde. Aber imagine, ich hätte ein Kind. Wenn ich ein Kind hätte, wüsste ich nicht, wo es wäre. Ich habe eine Katze, das reicht mir. Und Chris, der ist auch da. So, ich, nee. Ich habe dafür keine Zeit. Ich habe darauf keinen Bock.
Ich will das nicht. Nee. Also keine Ahnung, vielleicht irgendwann. Man ändert ja immer seine Meinung, aber nicht in absehbarer Zukunft. Nummer 14. Bleibst du manchmal die ganze Nacht wach? Ich bin Gamer und Raver. What? What the fuck? Wie groß bist du? Klein. Das ist meine Tür. Das ist eine normal große Tür. Seht ihr das hier? Ja. Ich bin stolze 1,60 Meter groß. Oder wie ehemals Bekannte sagen würden, 1,10 Meter. Frage 16 ist, bist du in einer Beziehung? Nein, ich bin tatsächlich in keiner Beziehung. Man möge es glauben, allerdings bin ich auch nicht interessiert an irgendwelchen anderen Menschen. Wenn du einkaufen gehst für Snacks, was ist der erste Snack, den du nimmst? Also entweder nehme ich mir Buenos. Chips war auch schon immer mein All-Time-Favorite. Ich bin nicht so der krasse Süßigkeiten-Fan. Ich bin halt echt eher der Chips-Fan. Die nächste Frage ist, warst du mal in Kanada? Nee, tatsächlich nicht. Ich war noch gar nicht außerhalb von Europa. Ich habe mich nur in so Ländern rumgetrieben wie Germany. Ich war in Irland, in England, in Tschechien, Österreich, Frankreich, Spanien, Kroatien, Luxemburg. Da war ich überall. Da so war ich, aber nie außerhalb von Europa. Würde ich ganz gerne. Ich hätte Bock, mir Kanada mal anzugucken. So, why not? Come. Jo, weiter geht's, ne? Wie oft hast du schon deine Haare gefärbt? Ja. Entscheide dich. Nie wieder bunte Haare oder nie wieder Frittenberg. Ich könnte auf beides verzichten. Ja, sagen wir mal nie wieder Frittenberg. Hast du deine Trillerpfeife noch? Tatsächlich war das nie eine Trillerpfeife, Schätzelein. Das war eine Mundharmonika. Und ein Quietscheteufel. Favorite Anime. Ja, da sind wir schon wieder auf dieser Anime... Wow, wow, keine Ahnung, Schiene. 2,5 Animes gesehen. Was ist das Erste, was du nach der Pandemie wieder machen wirst? Wie ist es, so weit oben in einem Hochhaus zu wohnen? Ich muss sagen, es ist an sich ist nice, so eine nice Aussicht, das ist cool, ich fang keine ab hier oben. So an sich ist geil, ja, aber mit so einer Katze wie Pix ist es halt anstrengend auf jeden Fall, weil der immer raus möchte und auch durchs Kippfenster rausklettern möchte. Und also ich träume öfter davon, dass ein Flugzeug in mein Haus crasht, das ist natürlich nicht so geil. Warum steht da, dass ich seit 31 Minuten aufnehme? Ich nehme seit einer Viertelstunde auf. Wie kamst du zu TikTok und hattest du schon ein krasses Erfolgserlebnis? Ich mein Ex hat damals mit Musical.ly angefangen und hatte mir das gezeigt. Hab dann auch so Musical.ly-Stuff gemacht. War dann so wow, wow, wow. Und tatsächlich hatte ich ein relativ krasses Erfolgserlebnis. Ich habe ein Video hochgeladen mit meinen Handschuhen. Mit meinen... Da habe ich über Nacht 150.000 Follower bekommen. Das war noch bevor es TikTok wurde. Deswegen wäre es ein Musical.ly-Erfolg-Erlebnis. Und ich habe dann auch noch mehrere Videos hochgeladen, die sehr viele Likes hatten. Und eins hat sogar 1 Million Likes bekommen und den Empfohlen-Button. Das war schon sehr krass für mich und das hat mich sehr gefreut. Hast du noch Tattoos oder Piercings geplant? Tatsächlich war die ganze Zeit Ohrlöcher noch geplant. Ich habe sie jetzt. Ich werde jetzt die unteren dehnen, sobald die oberen verheilt sind. Tattoos, ja, ja, viele. Piercings, tatsächlich wollte ich meine Sharks eventuell nachstechen. Maybe, maybe, just maybe. Was ist dein Goal auf Twitch? Den Twitch-Partner zu erreichen, wäre schon ganz cool. Wäre schon cool. So ein Häkchen. Und mein momentanes Goal für dieses Jahr ist es, 40 Zuschauer im Durchschnitt zu kriegen. So, mein liebster LOL-Charakter, Jinx. Obwohl ich auch ein großer Fan bin von Kog'Ma, Orianna, Zyra. Ja, bist du eher der Survival- oder der Architekturspieler in Minecraft? Ich bin eher der Survival-Typ. Ich mag es gar nicht so krass zu bauen tatsächlich. Die Leute, die spielen im Survival-Mode, bauen halt so super krass viele hohe Sachen. Ich denke mir so, ich habe keinen Bock drauf. Ich will losgehen, will den Wither besiegen, den Enderdrake besiegen, den Unterwassertempel, die Menschen finden, anderen Tempel, also so Wüstentempel und Dschungeltempel finden. Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch eine Haarfarbe tragen dürftest, auch keine Kombination, welche würdest du dann nehmen? Ich glaube, ich würde lila nehmen, weil damit sehe ich auch ungeschminkt nicht so schlecht aus. Welchen Star-Celebrity würdest du gerne treffen? Boah, ich würde ultra gerne mal Hand of Blood treffen. Der ist so lustig. Von Musikern würde ich gerne den Machine Gun treffen.
So, Zelda oder Link, Midna. Und die letzte Frage, welches ist dein Lieblingstattoo? Das kann ich schlecht sagen. Ich feiere die meisten meiner Tattoos eigentlich hart. So, sonst hätte ich sie nicht tätowiert, so. Kannst du dich sagen, ich wurde letztens auch on Stream gefragt, Majora's Mask liebe ich, liebe diesen Link, die Maske, die, mein Bisasam, die Buhus, so. Die meisten Tattoos liebe ich sehr an mir. Okay, Freunde der Sonne, das war's. Das waren diese Fragen. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich so lange brauchte, um das aufzunehmen. Aber ich bin halt behindert. Ich bin halt behindert. Ja, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könntet ihr mich fragen, wenn ihr wollt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich werde gucken, dass ich dieses Video möglichst schnell hochlade und möglichst schnell noch ein Video aufnehme. Und das wird wundervoll. Könnt mir übrigens noch bei Twitter folgen oder bei TikTok, bei Instagram, bei Twitch, da wo ihr wollt. Ihr müsst nicht mehr auch hier folgen. Ja. Danke, dass ihr euch den Scheiß hier angeschaut habt. Wir sehen uns hoffentlich bald.